Hi zusammen. Jetzt fange ich schon an, eine andere Begrüßung hier anzufangen. Ja, ihr habt gehört, wie ich gestottert habe. Ne? Irgendwie habe ich gemerkt, dass die Begrüßung nicht so ganz richtig war. Ja, darum geht es aber nicht um meine Sprachschwierigkeiten oder darum, wie ich euch begrüße, sondern es geht hierum. Den Quest-Bar Oatmeal Chocolate Chip Proteinbar. Trotzdem macht euch schon mal drauf gefasst, dass ich jetzt ein bisschen anfange zu quatschen. Denn ich habe es gerade so überlegt, so, jetzt zeigst du denen mal wieder ein Proteinriegel-Video oder machst mal wieder ein Proteinriegel-Video. Ich habe mir so gedacht, die haben schon so viele Quest-Bar-Proteinriegel gesehen. Wollen die das überhaupt sehen oder warum machst du das? Es ist doch irgendwo immer das Gleiche. Also unter den Quest-Bars, ne? Ihr wisst ja, ich bin auch neugierig, ich mache auch einfach Videos, weil ich euch unterhalten möchte, weil ich da selber auch Spaß dran habe und weil ich euch auch einfach informieren möchte, ne? Weil ich auch einfach gerne quatsche und so weiter und so weiter. Aber irgendwo ist es dann ja doch so, dass zumindest innerhalb einer Marke, jetzt Quest-Bars, Proteinriegel, dass es ja immer dasselbe ist. Deswegen werde ich so, hör mal auf damit, denke ich mir so von wegen, ich will doch irgendwann schnarchen, ich will jetzt 20 Quest-Bar-Videos haben, Fragezeichen, und dazu sage ich, ja, prinzipiell schon, weil ich bin einer, der Sachen, ich sag mal, gerne zu Ende bringt. Ich würde mich freuen, wenn auf meinem Kanal alle Questbar-Videos zu sehen sind, sodass jemand, der sich meinen Kanal anguckt, sehen kann, hier, der hat die alle durch, ich gucke sie mir an und ich kann sie einfach mal sehen. Ich möchte sehen, wie dieser Questbar aussieht, ich möchte was zu den Zutaten sehen, ich möchte was zu den Nährwerten sehen. Trotzdem ist es halt immer ein Quest-Bar. So großartig unterschiedlich sind die Zutaten nicht. So großartig unterschiedlich sind die Nährwerte nicht. Die sehen alle, zumindest vom Format sind sie gleich. Wie der Riegel selbst aussieht, ist dann anders. Und natürlich, wie sie mir persönlich schmecken, ist auch anders. Es gibt welche, die vergöttere ich. Es gibt welche, die finde ich nicht gut. Es gibt welche, die finde ich nur okay, andere nur gut. Aber das ist ja auch, halt auch meine Meinung. Und ich sage euch auch immer, auch wenn ich euch hier sage, etwas ist scheiße, außer ich sage euch wirklich, es ist scheiße, also dass ihr es wirklich lassen sollt, dann macht es wirklich nicht. Aber sonst, nur weil es mir schmeckt, heißt es nicht, dass es euch schmeckt. Wenn es mir nicht schmeckt, heißt es nicht, dass es euch nicht schmeckt. Von daher probiert die Sachen selber aus. Und dann denke ich mir wieder, wofür braucht ihr dann ein Testvideo? Probiert es doch selber aus. Ja, ich bin da ein bisschen hin und her gerissen, deswegen an dieser Stelle, bevor wir uns jetzt diesen Riegel hier angucken, doch mal die Aufforderung an euch. Schreibt mir doch mal in die Kommentare, wie ihr das seht. Also, ich wäre euch auch nicht böse, wenn ihr jetzt schreibt, ja, irgendwie ist es doch langweilig, wenn du so viele Questbar-Riegel zeigst. Ist okay, ist völlig in Ordnung. Wahrscheinlich werde ich sie trotzdem alle zeigen, weil, wie gesagt, ich möchte einfach die Intention noch haben, euch sie alle zu zeigen. Aber manchmal denke ich mir so, komm, Mut zur Lücke, scheiß drauf, gibt keinen weiteren Questbar mehr. Oder erst, wenn jetzt irgendeine neue Innovation rauskommt, sei Innovation, weil es gibt jetzt, ich habe jetzt gesehen, es gibt seit ein paar Tagen einen mit Ahornsirup-Waffeln. Oh, Geschmack, boah, bam, sag ich da nur. Oder wie den Birthday Cake, der ganz anders war von der Art. Zeige ich euch vielleicht nur solche Specials oder so. Naja, ich würde mich jedenfalls freuen, wenn ihr mir eure Meinung dazu in einen Kommentar schreibt, wie ihr das seht mit so, ich sage jetzt mal, repetitiven Videos, alle Questbars und so. Ich werde es auch nicht bei allen Proteinriegeln machen. Ihr werdet nicht alle Wilder Yippies sehen. Ihr seht eigentlich nur alle Questbars, weil ich persönlich das für den besten Proteinriegel halte, diese Questbars. Aufgrund der Zutaten. Nährwerte ist subjektiv. Es ist viel Fett drin. Braucht man eigentlich nicht unbedingt. Aber der Geschmack und die Qualität der Zutaten ist wirklich erhaben. Und sie sind dafür aber auch halt auch scheiße teuer. Ne? Das muss man halt auch sagen. deswegen bin ich bin persönlich ein Questbar. Kind einfach. Ich finde es geil, nicht Kind. Ich bin 32. Kind, das sagt man so. Ach, ist auch egal. Jedenfalls, ich finde es super. Und deswegen seht ihr jetzt hier, trotz der Langeweile, das Video zum Questbar Oatmeal, also quasi Hafer Chocolate Chip Flavor. Ja, ich freue mich sehr, euch dieses Video zu zeigen, denn tatsächlich ist es einer der Riegel, die ich so vom Setting her, nicht vom Setting, sondern von dem, was draufsteht, am interessantesten finde. Ich meine, ich hatte ihn auch in New York mal gegessen, als ich im November 2017 da war. Grüße einfach auch mal hier an das Rotkäppchen. Die habe ich da zwar nicht gesehen, aber die ist auch so New York-Fanat wie ich. Ich könnte schon wieder hinfliegen. Da hatte ich den, glaube ich, auch probiert. Ich meine, ich fand ihn gar nicht ganz so genial, wie drauf stand, wie man es sich vorstellt. Trotzdem habe ich mir jetzt neulich dann nochmal im Internet welche bestellt. Ich sage jetzt mit Absicht nicht den Shop-Namen, weil ich kriege auch nichts umsonst. Warum soll ich Werbung für die machen, sage ich jetzt mal ganz ehrlich. Deswegen sage ich nicht, wo ich die gekauft habe. Schließlich sind meine Dienste für mich selbst umsonst, aber nicht für andere umsonst. Versteht ihr, was ich meine? Für euch sind sie umsonst als Zuschauer.
Da habe ich mir die jetzt aber nochmal bestellt, weil ich nochmal neugierig war und weil ich halt auch die Videos machen wollte. Und deswegen gucken wir ihn uns jetzt hier an, diesen Riegel. Der da hat 316 Kalorien pro 100 Gramm. Ein etwas, ich sag mal, kalorienärmerer Questbar. Da gibt es welche, die deutlich mehr haben. Liegt hauptsächlich am Fettgehalt. Da gibt es nämlich auch welche, die deutlich mehr haben, sodass manche Questbars an die 340 Kilokalorien haben pro 100 Gramm. Die haben meistens etwas mehr Fett. Gerade die, wo viele Mandeln drin sind. Das war jetzt neulich, hatte ich den, welcher war das denn nochmal? Wie hieß der denn? Ich weiß es nicht mehr. Da waren jedenfalls viele Mandeln drin. Und da war halt der Fettgehalt natürlich entsprechend höher. Ansonsten haben wir 12 Gramm Kohlenhydrate, davon Polyole 3 Gramm, 2 Gramm Zucker. Der Rest ist halt andere Kohlenhydrate, vermutlich von den Haferflocken. Also hier sind schon auch richtige Haferflocken drin. 5 Gramm zum Beispiel. Und auch Erythritol. Deswegen also 5 Gramm normale Kohlenhydrate sind schon drin. Dann haben wir 25 Gramm Ballaststoffe. Das ist der Isomalt-Oligosaccharid-Sirup. Ihr wisst es, ich habe es in tausenden Videos von Questbar schon gesagt. Und 33 Gramm Protein. Letztlich ein Riegel mit 60 Gramm Zutaten. Wisst ihr was, ich mache es jetzt mal anders. Zeige ich euch nicht, denn das habe ich in jedem anderen Video zu Questbar schon gesagt. Könnt ihr euch selber angucken. Wobei, vielleicht doch, wir wollen mal sehen, wie viele Haferflocken drin sind. 9% Chocolate Flavors, 9% und wir haben Mandeln, wie viel Gluten-Free Oats, ja, Haferflocken sind immer glutenfrei, 4%, okay, nicht so viel, aber vermutlich aufgrund von Aromen werden wir dann doch etwas mehr Geschmack drin haben. Und wichtig sind natürlich auch die Chocolate Chips, bei Questbars immer eine sehr geile Sache. Oh, da sind sie schon, Leco Mio. Ich liebe Questbars wegen diesen dicken Stücken. So, die Chocolate Chips, die weniger Chips sind, sondern eher so Squares, habe ich den Eindruck. Die übliche, dezent elastische Konsistenz. Hier können wir so ein paar Haferflocken sehen, aber diese Schokostücke sind natürlich immer das Grandiose. Deswegen liebe ich vermutlich auch die Sorte Chocolate Chip so sehr. Chocolate Chip Cookie Dough. Innen drin Haferflocken. Ja, hier können wir vielleicht da oben so eine sehen. Hier irgendwie noch so ein paar mehr Haferflocken. Ne, also Haferflocken sind dann doch eher so ein bisschen weniger drin, würde ich sagen. Kann man zumindest nicht... Da haben wir ein bisschen Haferflocke. Können wir mal reinzoomen. Ja. Da oben, da ist eine Haferflocke. Juhu, also man sieht Haferflocken, wirklich, haben wir ja auch in den Zutaten gesehen, eher wenig drin. Entscheidend wird natürlich der Geschmack sein. Ich hoffe, der Hafer kommt durch. Vom Geruch hat man eher die Süße der Questbars. Riecht jetzt nicht nach Hafer oder so. Die Schokolade ist natürlich sehr präsent. Ich hatte jetzt ein dickes Stück Schokolade dabei. Hafer finde ich eher nicht. Ich meine, ich fand den Hafergeschmack auch damals sehr schwach. Und ja, jetzt ist er immer noch schwach. Also ich kriege jetzt nicht so viel Hafer mit, muss ich sagen. Hm. Nö. Ich schmecke. Kein Hafer. Hauptsächlich Chocolate Chip. Und der Rest ist, glaube ich, eher Marketing. Ich weiß es nicht. Also ich kann wirklich keinen Haferflocken schmecken. Was letztlich diesen Riegel etwas, ich würde fast schon sagen, überflüssig macht. Nicht, weil er schlecht ist. Er schmeckt... Durch die Schokolade, er schmeckt sonst gut, ist aber nichts Besonderes. Dann würde ich eher zum Chocolate Chip Cookie Dough schmecken, weil da der Cookie Dough Geschmack viel besser gemacht ist. Also von den Haferflocken, nee, also es sind ein paar drin, aber ich finde, man schmeckt sie wirklich nicht. Und scheinbar ist auch kein Haferflocken-Aroma drin, wie auch immer das gemacht wäre. Falls ich mich irre, würde ich mich freuen, wenn ihr mir das mitteilt. Dann schreibt es mir in die Kommentare, falls ihr meint, dass das Ding hier mehr nach Haferflocken schmeckt. Ansonsten, die ausdrückliche Bitte an euch, schreibt mir doch euren Kommentar zu dem, was ich anfangs sagte. Da würde ich mich sehr drüber freuen. Und natürlich über einen Daumen nach oben, bzw. ein Abo. Einen wunderbaren Tag euch noch. Bis bald, macht's gut und ciao.